Ja, willkommen zur Veranstaltung über Adornos negative Dialektik. Ich bin Kelvin, Mitglied von Platypus Leipzig. Kurz so Platypus. Wir veranstalten Lesekreise über Marxismus, kritische Theorie und die Geschichte der Linken. Weiterhin Podiumsdiskussionen, bei denen wir unterschiedliche Vertreter der heutigen Linken einladen und sprechen lassen. Da außerdem haben wir lockere Gesprächsformate, wie zum Beispiel die Coffee Breaks, wo wir uns auch über tagespolitische und aktuelle Themen unterhalten können in einem etwas lockeren Raum. Genau, ich sage das schon vorab, weil ich weiß, wie schwierig das sein kann, im Nachhinein sich dann schnell Fragen auszudenken. Auf jeden Fall werdet ihr am Ende noch eine Chance bekommen, Fragen und Anmerkungen zu äußern. Ja. Mein Teach-In wird, und das muss ich vorab sagen, keine Zusammenfassung von Adornos negativer Dialektik sein, sondern vor allem die Kritik von Philosophie und Gesellschaft als zentrale Momente dieser hervorheben. Allgemein ist es bei einem an Hegel und Marx geschulten Denken schwierig, mit bloßen Definitionen aufzuwarten. Vielmehr soll das Denken im Vollzug, im Versenken des Denkens in die Gegenstände geschehen. Dazu schreibt Adorno in den Anmerkungen zum philosophischen Denken: Widerstand gegen den Niedergang der Vernunft wäre für das philosophische Denken, sich in die Sachgehalte zu versenken, um in ihnen, nicht über ihnen, des Wahrheitsgehalts inne zu werden. Der Gegenstand, um den es heute gehen wird, ist dabei auch nicht allzu knapp, denn er umreißt hunderte Jahre Geschichte, die Philosophie der bürgerlichen Emanzipationsperiode, ihre marxistische Kritik und schließlich die Weise, inwieweit Adorno diese Momente in einer völlig anderen Zeit aufgreift, in der negativen Dialektik. In dialektisches Denken führt man also nicht durch Definition oder knappe Zusammenfassung ein, sondern durch nichts anderes als den Versuch von dialektischem Denken. Das möchte ich heute probieren und ich hoffe, dass ich euch dabei nicht allzu schnell verlieren werde. Und sonst habt ihr ja im Nachhinein auch noch die Fragerunde. Die Dialektik ist in der Geschichte unterschiedlich aufgefasst worden. Worauf ich mich aber im Teach-In fokussieren möchte, ist die hegelische Dialektik und die marxistische Kritik an ihr. Man könnte auch sagen, die marxistische Dialektik, die negative Dialektik. Marx stellte sich 1844 die Aufgabe, was die Gegenwart denn vor Hegel bedeuten würde, also inwiefern über die hegelische Dialektik nachgedacht werden, in welchen Verhältnissen die Aktualität, welche Aktualität zu dem damaligen Zeitpunkt sie hat, ob sie adäquat ist. Und das tat auch Adorno in den drei Studien zu Hegel, da stellt er sich die gleiche Frage, aber selbstverständlich ist sie auch Teil der negativen Dialektik. Die hegelische Dialektik ist ein Bezugspunkt für die marxistische Kritik an der Gesellschaft und der Philosophie, also auch im Denken. Diese zu reflektieren, ist eine der Hauptmotive der negativen Dialektik, um eine Konzeption von Dialektik zu entwickeln, die nicht affirmativ in Bezug auf das Bestehende ist, sondern eben über jenes hinausweist. Die Dialektik, also in der Konzeption, vor allem von Adorno, möchte ich dabei abgrenzen von einem allzu simplen dreifachen Schema aus These, Antithese, Synthese. Das Problem ist dabei auch nicht, dass das simpel wäre oder so, sondern dass es dem Gegenstand nicht gerecht wird. Denn mit diesem Triplizitätsschema erscheint die Dialektik als eine bloße Methode, die man willkürlich auf unterschiedliche Gegenstände anwenden könnte. Hier hat sie eben den Charakter eines der Realität Äußerlichen, wird zum rhetorischen Mittel, formt sich den Gegenstand beliebig zurecht, tut ihm Gewalt an. Dialektik versucht aber gerade aus, das aus der Realität angemessene Denken zu artikulieren und die Gegenstände somit erst adäquat entwickeln zu können an ihnen selbst.
Das ist sowohl bei Hegel oder von Hegel versucht worden und das hat sich dann fortgesetzt bei Marx und Adorno. Dialektik ist der Versuch, eine objektiv widersprüchliche Realität zu begreifen. Dabei möchte ich kurz auf das Objekt eingehen, das hier widersprüchlich wird, nämlich die Gesellschaft. Und ich möchte dabei kurz fundieren, von welchem Begriff der Gesellschaft die marxistische Kritik ausgeht. Also Hinweis, das ist noch nicht die marxistische Kritik selbst, sondern bloß der Ausgang. Gesellschaft verwende ich in diesem Teaching als einen Begriff des dritten Standes. Und das zwingt beinahe dazu, über die Geschichte der Französischen Revolution zu reden. In der Französischen Revolution erhob sich nämlich der dritte Stand gegen die ersten beiden, gegen den krisenanfälligen französischen Staat, gegen Teuerungen, alleinige Steuerlast und viele mehr. Ein Ausdruck dieser einflussreichen Zeit ist die Schrift »Was ist der dritte Stand?« von ABCS, deren Inhalt summiert sich, wenn man so will, auch schon zu Beginn der Schrift, nämlich anhand von drei Fragen und Antworten. Erstens, was ist der dritte Stand? Alles. Zweitens, was ist der in der bisherigen politischen Ordnung gewesen? Nichts. Drittens, was verlangt er, etwas zu werden? Es erhob sich also der dritte Stand. Das bedeutet, gesellschaftliche Gruppen wie Tagelöhner, Händler, Bauern und viele mehr bewusst als Gesellschaft gegen die ersten beiden Stände und die politische Ordnung. Und das, was dann schlussendlich geschah in der Französischen Revolution, ist sozusagen auch nicht, könnte man sagen, einfach vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis von dem vorhergehenden sozialen und geistigen Veränderungen. Gesellschaft ist also dann die bewusst erhebende Masse an Menschen, die nur durch sich selbst frei leben kann, die sich also von den bisherigen feudalen Strukturen loslöst. Marxismus nimmt diesen Begriff der Gesellschaft ernst und setzt sozusagen daran an, inwiefern dieser sich verändert. Diese Vorstellung von Gesellschaft, ihres Denkens in Ökonomie und Philosophie, überlebt weiter, auch nach den Folgen der Industrialisierung und der marxistischen Kritik des Kapitalismus. Das ist also auch schon im Prinzip der Kern der Problematik. In Bezug darauf müsste die Frage gestellt werden, inwiefern wir Gesellschaft richtig verstehen können, beziehungsweise wenn diese in Widerspruch sein sollte, wie ja vom Marxismus behauptet. Warum dieser Widerspruch dann nicht einfach unmittelbar zugänglich ist und auch nicht war. Dabei lohnt es sich, über den Ideologiebegriff zu sprechen. Ich werde aber noch kurz andere Belebungen, also werde das dann wieder einholen. Marxismus wird häufig als Synthese von der deutsch-idealistischen Philosophie, britischer politischer Ökonomie und französischer sozialistischer Politik verstanden. Doch war Marxismus eigentlich eher die Kritik von diesen Dingen, von diesen Fächern, Themen. Diese Theorien der Philosophie, Ökonomie und Politik bildeten nämlich für Marx die höchsten Formen bürgerlicher Ideologie seiner Zeit, bis zum mittleren 19. Jahrhundert. Sie waren nicht bloß Lüge, sondern sie waren wahre Ausdrücke ihres historischen Moments in der gesellschaftlichen Realität des 18. Jahrhunderts und der bürgerlichen Emanzipation. Und als solche wurden sie ernst genommen. Diese historische Situation brachte neue Formen des Selbstverständnisses, die auch im Kapitalismus weiter existent bleiben, wie das autonome Individuum zum Beispiel als Träger von Produktion und Austausch. Und in dieser Weise, wie diese Denkformen weiterhin existent bleiben,
trotz dessen, dass sie von der Realität eingeholt worden sind, Veränderung der Gesellschaft, insofern werden sie ideologisch. Das ist das Auseinanderfallen von Sein und Bewusstsein, von Denken und dem, worüber gedacht wird. Dabei möchte ich auch nochmal auf das Verhältnis von Marxismus und Philosophie reflektieren. Für den Marxismus war Philosophie bestimmt durch den ihr präsent werdende Ideologie. Mit Philosophie verweise ich vor allem auf die bürgerliche Philosophie. Da können wir an Denker wie Kant, Hegel oder Rousseau denken. Aber die Ideologie ist in dem Sinne ein gewordenes Phänomen, das sozusagen erst mit den Widersprüchen, in denen dieses Denken nicht mehr adäquat wird, dann artikuliert werden kann. Man kann also jetzt sozusagen nicht beliebig in die Geschichte zurückgehen, sagen, X wäre ideologisch gewesen. Ja. Und wenn, dann lässt sich das erst vom modernen Standpunkt aus begründen. Ja. Was ist also gemeint mit der Philosophie als Ideologie? Es ist dabei hilfreich, auf den Begriff der Ideologiekritik einzugehen. Ideologiekritik bezieht sich auf die immanent dialektische Kritik davon, wie Gesellschaft im Kapitalismus notwendigerweise für ihre Angehörigen, das schließt Bürger wie Proletarier, Kapitalisten, Arbeiter ein, wie sie für diese erscheint. Immanent dialektisch hebt hierbei darauf ab, dass diese Kritik dessen, wie Gesellschaft ihren Angehörigen erscheint, dass diese notwendig ist und die Kritik dessen nur von dieser selbst entwickelt werden kann. Es ist also eine Abgrenzung von Kritik, die äußerlich an diese Meinungen, Auffassungen, Philosophien herangetragen wird, sondern sie muss eben von diesen selbst entwickelt werden. Deshalb wird auch sozusagen, könnte man sagen, die hegelische Philosophie so ernst genommen. Ja, also wird erstmal ernst genommen und als wahrer Ausdruck ihrer Zeit verstanden. Genau. Ideologie ist für Adorno und Marx notwendig falsches Bewusstsein. Ideologiekritik zielt nicht darauf ab, in diesem Sinn die bürgerliche Ideologie zu entlarven, dass die Proletarier aufhören sollten, auf die Bürger oder Kapitalisten und ihre Lügen zu hören und einen eigentlich eigenen proletarischen Standpunkt einzunehmen. Denn diesen gibt es nicht. Sondern sie versucht zu rationalisieren, warum das Falsche als solches erscheint und versucht die Gründe zu liefern, warum es denn so erscheint, zu kritisieren. Also sozusagen zu rationalisieren, warum es eine bestimmte Auffassung von der Gesellschaft gibt, die falsch ist. Ja. Ich habe dazu auch nochmal ein Zitat von August Bebel mitgebracht, einem bedeutenden Politiker der SPD und der Zweiten Internationale, aus Die Frau und der Sozialismus, wo er schreibt, die sozialistische Gesellschaft bildet sich nicht, um proletarisch zu leben, sondern um die proletarische Lebensweise der großen Mehrzahl der Menschen abzuschaffen. Die bürgerliche Philosophie wurde durch die gesellschaftliche Entwicklung falsch. Sie wurde widersprüchlich im Kapitalismus. Sie hatte, die bürgerliche Philosophie, entgegen früherer, in denen man sich eher auf die Frage des Ewigen, des Statischen fixierte, das Werden und Ideen der Vervollkommnung herausgearbeitet. Diese Motive greift auch Marx auf, doch gegen sie. War die bürgerliche Gesellschaft selbst schon als widersprüchlich bestimmt, beispielsweise
durch die unterschiedlichen, sich widersprechenden Interessen der einzelnen Personen. So sollte sie doch nach bürgerlicher Vorstellung durch diese Widersprüche Freiheit verwirklichen. Und zwar hinter den Rücken der Produzenten. Da können wir vielleicht an so zum Beispiel grob an die Idee der unsichtbaren Hand bei Adam Smith denken. Aber das gerät für den Marxismus im Kapitalismus in Krise, weil das, was sich hinter den Rücken der Produzenten vollzieht, nicht mehr bloß Freiheit produziert, sondern wie er diese Freiheit durchläuft oder hintergeht. Die bürgerliche Freiheit wird also im Kapitalismus widersprüchlich und verweist dennoch qualitativ auf neue Potenziale von Freiheit. Erst wenn der Kapitalismus aufgehoben wäre, und das wird dezidiert im Marxismus als eine politische Frage verstanden, dann stellt sich erst die Möglichkeit der Entwicklung der Freiheit wieder. Weil erst dann wieder Verhältnisse herrschen, die den Menschen rational zugänglich sind und über die er rational entscheiden kann. Das ist im Wesentlichen die Ökonomie, über die der Mensch dann selbst rational bestimmen kann. Die Kritik des Marxismus hebt eben darauf an, dass die Ökonomie keine mehr ist, die das tut. Marx entwarf keine positive Theorie, was Kapitalismus ist, sondern vielmehr eine, die versucht, die Widersprüchlichkeit und die Krise der Gesellschaft zu artikulieren, was eben der Kapitalismus ist. Es handelt sich also nicht bloß um eine bloße Feststellung dessen, wie es ist und dass es für wahr gelten soll, nach dem Schema, ich habe einen Gegenstand, beschreibe ihn und idealerweise stimmt beides überein. Und dann können wir vielleicht im Nachhinein darüber reden, ob das in 5 Jahren noch der Fall ist. Sondern es geht gerade darum, durch die Theorie eine Kritik am Gegenstand zu formulieren, über den gedacht wird. So ist die Gesellschaft etwas, das sich durch die Geschichte wandelt und das lässt überhaupt erst von sowas wie Ideologie sprechen, wenn sozusagen dieses Denken inadäquat wird, ja? Wenn es in dem Sinne ideologisch wird, weil es versucht hat, etwas zu beschreiben, was nicht mehr ist. Das Bestehende tut sich aber so auf, als ob es das noch wäre. Es erscheint weiterhin so. Überhaupt wäre erst zu sprechen von Gesellschaft im bürgerlichen Zeitalter. Und diese verändert sich und unterliegt ihrer eigenen Dynamik. Daran setzt die dialektische Kritik an. Und dabei ist die Gesellschaft, die bürgerliche, nicht schon gleichzusetzen mit dem Kapitalismus. Diese Nicht-Identität von bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus ist essentiell, um die Kritik von schlussendlich beiden zu begründen. Genau. Und weiterhin ist dieses Objekt der Kritik, der Kapitalismus, aus der bürgerlichen Gesellschaft entstanden und gleichzeitig schon über sie hinaus. Dieser Widerspruch stellt sich vor allem durch die Entwicklung der Produktivkräfte und weiterhin hinter sie zurückfallenden bürgerlichen Produktionsverhältnisse ein. Das ist artikuliert ein Widerspruch. In Bezug auf die Gesellschaft und den Widerspruch Kapitalismus mag die Dialektik als etwas gelten, das bloß vorhanden ist, das an sich waltet. Doch, damit diese dann auch tatsächlich ihr Potenzial von Freiheit entfalten kann, bedarf es, man könnte sagen, der reflexiven Vernunft, aber präziser vielleicht und einfacher gesagt, des Subjekts,
des subjektiven Willens, der subjektiven Veränderung. Weiterhin darf Dialektik aber auch nicht, wie ich schon Beginnversuch zu artikulieren habe, dass sie zu einer bloß subjektiven Methode gemacht, die den Sachen aufgezwungen wird. Diese gesellschaftlichen Widersprüche, wie ich sie kurz versucht habe zu schildern, wirken auch in die Philosophie hinein und in dieser versucht Adorno sie zu begreifen. Deshalb ist Philosophie kein abseitiges Unternehmen, sondern widmet sich ebenso Fragen, die gesamtgesellschaftlich relevant sind. Zumindest für Adorno. Mit den Mitteln, welche die Philosophie hat, und das sind im Wesentlichen Begriffe, aber so eine weitere Reflexion dessen werde ich jetzt nicht anstellen. Ich möchte der Illusion auch nicht zuarbeiten. Adorno hielt die rein philosophische Praxis für ausreichend. Es ist klar, dass ich durch eine bloße philosophische Praxis die Gesellschaft nicht in dem Maß verändert, wie Marx und seine Nachfolger sich das vorgestellt haben. Dafür bedarf es eben der Politik. Nun möchte ich nochmal auf einen Punkt verweisen, der zuvor vielleicht nur implizit enthalten war, nämlich das Verhältnis von Theorie und Praxis, das schon für Hegel und Marx zentral war, weil dialektisches Denken eben eigentlich seinen Ausgang nimmt von dieser Spannung von Theorie und Praxis. In einer seiner Vorlesungen zur philosophischen Terminologie sagt Adorno: Philosophie kommt ohne die Reflexion auf das Verhältnis von Theorie und Praxis nicht aus, wenn sie nicht wirklich noch das letzte bisschen von dem preisgeben will, was in dem Ideal von Weisheit in ihr vererbt ist. Ja, also es drängt sich hier sozusagen auf. Die Vermittlung von Subjekt und Objekt teilt sich schon in dem Verhältnis von Theorie und Praxis mit. Denn es gibt kein Denken, das nichts mit der bestehenden Praxis zu tun hätte. Wie ist denn nun aber Freiheit des Denkens möglich denkbar? Sollten wir schlicht unser Gemachtsein durch die Welt anerkennen, sehen, dass unsere philosophischen Spielereien nur Sehnsüchte vor der Flucht vor dem Bestehenden sind? Dass wir selbst nur Gedanken hervorbringen, die schon in der Welt vorhanden sind? In Bezug darauf will Adornos Denken den Standpunkt der Erlösung respektive der Freiheit einnehmen. Von der Welt, in der wir sind. Die abstrakte Utopie, von Marx oft gescholten, zum Beispiel bei den utopischen Sozialisten, ist jene, die nicht von der Welt ausgeht. Also ist der einzige Weg in eine veränderte Welt durch die bestehende Welt hindurch, ohne sich zugleich in ihr völlig zu verlieren. Diesen Zusammenhang ist Marx, der Materialist, dann in der Tat utopischer als Hegel. Auf eine kritische Weise. Denken vom Objekt aus ist in diesem Sinn nicht gleichzusetzen mit dem bloßen Abbild dessen, was schon ist. Das ist eine schwierige Dynamik des Marxismus, dass er sich nicht mit dem Bestehenden abspeisen lassen will und doch seine Kritik den Ausgang davon nimmt und darüber hinaus will. Ein wahres, ein befreiendes Moment kommt der Trennung von Theorie und Praxis jedoch auch zu, nämlich insofern diese Theorie im Sinne des Standpunktes Freiheits über die bestehende Praxis hinausweisen will.
Das ist das Moment der Freiheit, wie ich es gerade versucht habe darzustellen. Sowohl die starre Trennung als auch die Einheit von Theorie und Praxis ist für Adorno verdächtig. Die Kritik an der Übernahme der Idee der Einheit von Theorie und Praxis in der Zeit von Adorno ist deshalb verdächtig, weil sie dazu einlädt, sich in die Praxis des Bestehenden zu verlieren. Und das artikuliert sich. Adorno hat seine Kritik an der Neuen Linken, die eben diesen Begriff von Praxis, von dieser Einheit von Theorie und Praxis von Marx übernehmen aus den 1840ern und der damit seine Kritik daran hat, dass sie nicht einfach diesen Begriff von Praxis, wie ihn Marx hatte, einfach schlicht in diese Zeit übertragen können. Da stellt sich dann eben wieder das ähnliche Problem der Verdinglichung, der Ideologiewerdung von Gedanken, die auf eine total verschiedene Zeit übertragen werden, wie auch schon bei der Kritik der bürgerlichen Philosophie oder anderer Philosophien. Eine bloß subjektive Vernunft, die aber auch nicht mehr auf Praxis anhebt, bedeutet einen Realitätsverlust. Dadurch geht das Moment der Erfahrung verloren. Es geht um einen Wegfall des Bewusstseins über die Vermitteltheit von dem, was gedacht wird, worüber gedacht wird, von Subjekt und Objekt. Und in diesem Zusammenhang ist, das will es vielleicht gesagt sein, für Adorno Erfahrung nichts bloß Subjektives, Zufälliges, sondern fällt der historischen Dynamik und im Bewusstsein über sie selbst zu. Jenes Denken, wie es bei Heidegger vorkommt, wenn es überhaupt noch mit diesem Begriff gleichkommt, dass die Rückkehr zum Unvermittelten sein will, zum Unmittelbaren, mit der gesamten Anstrengung von tausenden Jahren Philosophie Schluss machen will, dieses Denken, das ist die Kritik von Adorno, verliert sich eben in der Gegenwart und wird ihr affirmierend. Philosophie bedeutet für Adorno nicht zum Sein, das unmittelbar ohne Begriff zugänglich sein soll, zurückzukehren. Philosophie bedeutet für Adorno die schwierige Aufgabe, diese Vermittlung von Subjekt und Objekt zu denken, eben auch diese Zeitlichkeit des Denkens und die mögliche Ideologiewerdung zu denken. Dabei geht es auch darum, eben jene Widersprüche zu denken und nicht Denken bloß als ein Auffinden von schlichten, ewigen Wahrheiten zu verstehen, die man dann einfach nach Hause bringt, sondern es hat eben diesen Charakter. Und das hier ist auch die Zusammenhänge von unterschiedlichen Phänomenen zu schildern und sie kritisch zu einer Totalität zusammenzubringen. Wenngleich diese Totalität bei Adorno nicht affirmativ gewendet wird, sondern kritisch ist. Also diese ganzen Zusammenhänge zu schildern, zum Beispiel von Individuum, Gesellschaft, von Ökonomie und Psychologie und so weiter, die dienen nicht bloß zu zeigen, oh, ist alles gehört zusammen, ist ja toll, dass alles zusammengehört, sondern es soll gerade auch diesen Zwangscharakter, dass alles zusammengehören muss, schildern, der sich nämlich in dem kritischen Vorrang des Objekts artikuliert, als eine Form gesellschaftlichen Zwangs, der Handlungen und Denken miteinander vermittelt. Und dieser Vorrang des Objekts, dieses Moment, ist nicht zu verewigen, sondern ist eigentlich zu brechen und zu überwinden. Kritische Theorie ist streng mit dem Gedanken verbunden, das zu denken und zu begreifen, was überwunden werden soll.
1966 schrieb Adorno in der Einleitung von seinem Werk Negative Dialektik: Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Das erscheint wie eine Revision des Marxismus, der doch die Philosophie verwirklichen wollte. So schreibt Marx in einer Frühschrift, die zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Zitat: Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Zitat Ende. Doch darf sich dialektisches Denken eben nicht den Veränderungen des Gegenstands entziehen und insofern verweist das Scheitern der Verwirklichung der Philosophie und der Aufhebung des Proletariats auf das Scheitern der sozialistischen Revolution. Und dadurch stehen wir sozusagen immer noch vor dem Problem der Philosophie. Und dieses Problem, zumindest wenn wir Marx ernst nehmen, wäre erst durch jene heute spekulativ gewordene weltverändernde Praxis zu lösen, die für Adorno in seinem Moment versperrt schien. Die Spannung von Marxismus und Philosophie besteht weiter. In einem Typuskript im Max-Horkheimer-Archiv von Adorno, das da heißt Acht Thesen über kritische Theorie, das er für eine Doktorandin, denke ich, schrieb, schreibt er: Marxismus als kritische Theorie der Gesellschaft heißt, dass er nicht hypostasiert, nicht einfach Philosophie werden kann. Also es gibt sozusagen auch eine gewisse Spannung von Philosophie und Marxismus, das Ganze kann nicht einfach in eins fallen. Und in der Weise ja, müsste man sozusagen weiter darüber reflektieren. Aus diesem Grund steht Adorno auch Marxismus als Weltanschauung entgegen, weil er sich dadurch jenes selbstreflexiven Elements berauben würde. Und dadurch, durch diese Ewigkeit, durch zur Weltanschauung, die Kritik an dem Gegenstand, man könnte sagen, des falschen Ganzen, des Kapitalismus, dass er durch diese Weltanschaulichung diese Kritik eigentlich verewigt und damit auch den Gegenstand selbst verewigt. Adorno ist klar, dass die marxistische Praxis abgebrochen ist, aber deshalb ist das Problem sozusagen über diese Reflexion für ihn nicht abgeschlossen. Im selben Typuskript hat er notiert, dass er den Marxismus reflektiert, Zitat, ohne dass er aufgeweicht würde. Zitat Ende. Adorno schreibt weiterhin in der negativen Dialektik: Das summarische Urteil, sie, Anmerkung die Philosophie, Anmerkung Ende, habe die Welt bloß interpretiert, wird zum Defätismus der Vernunft, nachdem die Veränderung der Welt misslang. Zitat Ende. Auffällig ist hierbei die Referenz auf Marx' 11. Feuerbach-These, die da lautet: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Die gescheiterte sozialistische Weltrevolution ist ein entscheidender Erfahrungshorizont der kritischen Theorie. Hinzu drängen sich auch zukünftige Erfahrungen des Faschismus, Stalinismus und andere Entwicklungen. Doch ist es beispielsweise trügerisch, diese Entwicklungen einfach voneinander loszulösen. Die Entwicklung des Stalinismus vom Marxismus zu trennen, die Entwicklung des Faschismus von der gescheiterten sozialistischen Weltrevolution zu trennen,
etc. etc. Denn es geht ja schließlich in dieser sozialistischen Weltrevolution um eine Menge Dinge, die ja die Motivation hatten, durchaus die Motivation hatten, solche Rückfälle in die Barbarei zu verhindern. Genau. Materialismus und Dialektik würden verklärt werden, wenn sie zu jenen gemacht würden, was schon immer war und immer sein wird. Wenn dialektisches Denken konsequent ist, dann müsste es auch dem Moment seiner eigenen Aufhebung und seiner eigenen Unangemessenheit reflektieren. Sonst würde sie, Materialismus, Dialektik, Marxismus, sonst würden diese Dinge selbst zum objektiven Hindernis zur Ideologie, wenn der Versuch einer Weltveränderung ansteht. Das spekulative Ziel für Adorno ist die Aufhebung der Dialektik und auch des Materialismus. Im Diktum über, wenn davon gesprochen wird, einer materialistischen Dialektik, spielt häufig diese verewigende ontologische Note hinein, dass sie überhistorisch ist und damit über den Veränderungen der Welt steht. Marx war kein Antikapitalist, sondern er wollte den Gegenstand der widersprüchlich gewordenen Gesellschaft in Kapitalismus von sich aus transformierend denken. Das unterscheidet ihn von einer bloß äußerlichen moralischen Ablehnung. In einer Stelle aus dem dritten Band des Kapitals wird dies deutlich, wo Marx spricht über das Reich der Notwendigkeit als durch materielle Nöte bestimmt und das Reich der Freiheit, wo dann die rationale Geschichte der Menschheit wieder aufkommen soll. Das möchte ich in diesem Zusammenhang vorlesen. Zitat: Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es der Zivilisierte. Und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse sich erweitern. Aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm aus als einer fremden, Entschuldigung, von einer blinden Macht beherrscht zu werden. Ihn mit dem geringsten Kraftaufwand unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen zu vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis erblühen kann. Seit Freiheit nichts mehr, Zitat Ende, seit Freiheit nichts mehr, was sich hinter den Rücken der Produzenten unbewusst verwirklicht, muss die Vermittlung befragt werden, allen voran Kapital und Arbeit. Nicht um des falschen allgemeinen Willen, sondern um es durch ein Bewusstsein, das schließe Praxis mit ein, von ihm zu brechen.
Dem Marxismus wohnte Optimismus inne, der utopische Gehalt durch Verwirklichung der Vernunft würde die Irrationalität der Gesellschaft einsichtig und dadurch die Rationalisierung derselben möglich. Schließlich ist das Ziel für den Marxismus gewesen, die Dialektik, widersprüchlich gewordene Totalität, der in Krise geratenen bürgerlichen Gesellschaft und ihrer positiven Dialektik, könnte man sagen, statt der bürgerlichen, aufzuheben. Dialektik wird aufgehoben, weil sie nur einer widersprüchlichen Realität adäquat ist und der Materialismus, weil er Ausdruck des materiellen Zwangs ist, der diese Realität erzeugt. Adorno schreibt dazu unter dem Wort Materialismus bilderlos in der negativen Dialektik, Zitat, Fluchtpunkt des historischen Materialismus wäre seine eigene Aufhebung, die Befreiung des Geistes vom Primat der materiellen Bedürfnisse im Stand ihrer Erfüllung. Zitat Ende. Und dann ein anderes. Und unter das antagonistische Ganze schreibt er, Zitat, angesichts der Utopie ist Dialektik die Ontologie des falschen Zustands. Von ihr wäre ein richtiger befreit, System so wenig wie Widerspruch. Zitat Ende. Hiermit möchte ich mein Teach-in beenden. Danke. Ja, jetzt ist der Moment, wo ihr Fragen stellen könnt und Anmerkungen. Dabei, dass du von Marx und Hegel gesprochen hast, war irgendwie ein Teil des Satzes Abbild des Denkens, was ist oder so. Könntest du das nochmal erläutern? Genau, also die Kritik, also marxistisches, dialektisches Denken hebt eigentlich darauf ab, dass es keine einfach zu haben Identität von Gegenstand und seinem Begriff geben kann. Und dass sozusagen auch dass sozusagen dieser Bereich auch reflektiert werden muss, zum Beispiel in Bezug auf den historischen Kontext, in dem das steht. Abbild geht aber auch, könnte man sagen, in Bezug auf den Standpunkt der Freiheit, ein Abbild wäre halt eine schlichte Wiederholung dessen, was ist. Wenn Marxismus aber mit der These aufwartet, dass er gerade nicht das nicht will, sondern darüber hinaus will, dann ist eben Abbilddenken ja schon eigentlich per Prinzip raus. Dialektischer Aspekt, dass quasi man gleichzeitig dieses
ideologische Denken ja überwinden will, man es aber ja nicht erkennen kann als solches, weil man Teil des ideologischen Denkens ist. Oder, ja, das, meine Frage ist, das auch, weil das ist ja auch ein Widerspruch quasi, ist das auch quasi Teil der Dialektik? Weil es geht ja darum quasi, oder so wie ich es verstehe, geht es viel darum, dass Eintreten von so einer Art Vernunft halt dabei zu führen, und das geht ja nur, wenn ich diesen Widerspruch überwinden kann, oder? Genau. Also eigentlich vielleicht, um Missverständnissen vorzubeugen, Marxismus hat eigentlich nicht damit aufgewartet zu sagen, oh, wir haben jetzt die Wahrheit. Sondern eigentlich ist ja so dieses kritische Gewissen dieser Gesellschaft, der versucht eigentlich zu sagen, dass sowas wie Wahrheit, Widerspruchslosigkeit eigentlich erst bevorstünde, wenn die praktische Veränderung vollzogen ist, falls das auf deine Frage eingeht. So ein bisschen, ja. Ich habe mich nur gefragt, ob das Ziel quasi, ob es in der Reichweite ist oder nicht, ist, Ideologie zu überwinden. Ja. Okay, aber das kann ich ja schlecht, wenn ich die nur von außen erkennen kann, weil ich bin ja nicht außen. Und das ist für mich zum Beispiel dialektisch jetzt. Ja, also das ist eigentlich das ganze Problem, dass er die Kritik ihren Ausgang vom Bestehenden hat und trotzdem darüber hinaus will. Das ist Teil des Problems. Ja. Hegel zu Marx auch. Um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu betonen, was jetzt auch Thema des Teachings war. Also Hegels Dialektik bricht, also beziehungsweise Marx' Kritik an Hegel setzt zu einem Zeitpunkt ein, an der Hegels Dialektik für Marx abbricht. Das bedeutet, was ist Hegels Dialektik? Es ist eine praktische also er betrachtet Gesellschaft als praktische, wie sie sich selbst reguliert, wie sie sich selbst organisiert, kooperiert und so weiter. Und für Hegel ist die Entwicklung der Gesellschaft eine, die sehr vernunftorientiert ist. Also so das Telos der Vernunft visiert. Für Marx, der darauf schaut, und da ist auch die industrielle Revolution extrem zentral, nach der industriellen Revolution bricht das für Marx einerseits ab und andererseits setzt sie sich weiter fort. Das bedeutet für ihn, für Marx, sehr fundamentales Moment ist auch, wie die hegelianische Schule sich selbst aufspaltet. Ne, also Junghegelianer, Rechtshegelianer und ist eigentlich so, Hegel wollte doch eigentlich die Philosophie als solche beenden. Und anscheinend ist sie nicht beendet, sondern sie ist gespalten. Und er nimmt es als so sehr reales Phänomen auf und sieht einerseits die Fortsetzung, das bedeutet weiterhin dieses Treiben in Richtung Vernunft und gleichzeitig wie diese, was eigentlich Freiheit versprechende, nämlich also Hegel als die Metaphysik der Arbeit, so Arbeit als Grundlage gesellschaftlicher Organisation und Kooperation, wie das einerseits Freiheit produziert, immer noch nach der industriellen Revolution, und andererseits Arbeit auf ihrer eigenen Basis Unfreiheit produziert. Und das ist der Abbruch der hegelischen Dialektik und gleichzeitig eben auch, wie es sich darstellt, als ein sehr reales Phänomen innerhalb der Philosophie. Und Marx setzt dem keine bessere Philosophie entgegen, sondern er betrachtet das als so notwendige Erscheinungsform. Das ist so der Ausdruck, den er da hat. Und sagt so Rechtshegelianismus hat einen Punkt. Die liegen richtig und gleichzeitig liegen sie falsch in ihrer Einseitigkeit. Aber was sagt uns das über Gesellschaft? Und er sagt, diese Praxis existiert. Also auch diese sich unterminierende Praxis von Gesellschaft existiert. Aber sie kann eben nur durch Praxis und Theorie überhaupt bewusst gemacht werden. Also gerade auch diese Subjektivität in der Bewusstwerdung ist da auch sehr zentral und gleichzeitig auch Bewusstsein als sowohl theoretischer als auch praktischer Akt.
Das bedeutet, es ist nicht so wie Zizek und die Lacan-Schüler das so suggerieren. So, es gibt diese Wahrheit und es ist irgendwie immer ideologisch verhüllt und eigentlich kommen wir nie so richtig ran, sondern der Punkt war, dass diesen Widerspruch so weit zuzuspitzen, dass er bewusst wird und auf Grundlage dieses gesellschaftlichen Widerspruchs diesen zu überwinden. Das bedeutet die Zuspitzung der Dialektik und gleichzeitig deren Überwindung. Und das ist jetzt noch Hegel und Marx. Das ist sozusagen die historische Kritik, die Marx an Hegel formuliert. Also er sagt, Hegel lag richtig, aber ist es nicht mehr. Ja, also das Ziel ist ja mehr oder weniger, also der Ausgang ist ja eigentlich so, ja, Hegels Dialektik und nun sollen wir auch dialektisch denken oder was. Also wir sollen sozusagen schon eigentlich von dieser Immanenz erstmal ausgehen, aber wir wollen sie natürlich auch überwinden und der Gedanke ist, schon sowas, also in so einem utopischen Zustand stellt sich Adorno sowas vor wie eine Freiheit, anders zu sein und das anders in dem Sinne dann eigentlich nicht mehr sowas wie eine widersprüchliche, destruktive Dynamik hat, sondern dass man halt auch einfach aus Freiheit anders sein kann. Ja? Und zu der anderen Frage, ja, es geht darum, mittels Dialektik über die Dialektik hinauszukommen. Das ist der ganze Punkt. Durch diese Zuspitzung und das Bewusstwerden derselben. Ja. Beantwortet es das? Ich bin mir nicht so sicher, weil wenn du das sagst, ja genau, ich möchte unproblematischerweise anders sein können. Inwiefern ist dann dieses Anderssein überhaupt noch ein Widerspruch in einer befreiten Gesellschaft? Weil es ja darum geht, dass es nicht destruktiv ist, dass es nicht existenziell ist. Ja, also es ist halt in dem Sinne dann, also das Ziel ist sozusagen, dass es dann nicht mehr ein Widerspruch in dem Sinne ist, dass es Repressalien darauf gibt oder dass es Prinzipien, Bewegungsgesetze in der Gesellschaft gibt, die das Anderssein verbieten. Aber ich glaube, dass man da auch sehr in den Raum des schlechten Spekulativen kommt, wenn man darüber jetzt also viele Überlegungen anstellt. Du hattest gesagt, so, wenn du den Begriff Gesellschaft verwendest, dann meinst du die Revolte des dritten Standes. Das heißt, ne, ich habe gesagt, so Hegel, Metaphysik der Arbeit und so weiter. Also wir sprechen hier von einer gesellschaftlichen Konstellation, die sich seit der Renaissance als solche
entwickelt und gegen den Feudalismus auch durchsetzt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine sehr sich realisierende, so auch in Widersprüchen realisierende Gesellschaft neben den feudalen Verhältnissen, die sich dann so politisch, also die soziale Revolution, die sich dann politisch umsetzt. Hegel hat so diesen Begriff der List der Vernunft, Kant hat irgendwie die ungesellige Gesellschaft und so weiter, all diese dialektischen Begriffe, wie Gesellschaft sich quasi überhaupt entwickelt und diese soziale Revolution vorantreibt. Das, was sich dort ausbildet, ist ein soziales Verhältnis, ne? Also eine neue Form, also Freiheit bekommt eine qualitativ andere Qualität, als sie in der Vormoderne existierte. Also die Freiheit des Altertums bestand in so Freiheit für alle Krieger, so du warst Teil der Gesellschaft, wenn du Krieger warst. Die Freiheit bedeutete auch eine gewisse Form von Tugendhaftigkeit und so Recht des Stärkeren. Das alles entwickelt sich in der Ausbreitung bürgerlicher sozialer Verhältnisse eher so, Krieg wird durch Handel ersetzt und das Politische bekommt eigentlich eher so eine sekundäre Form auch. Das heißt, es geht eher darum, so die Gelüste des Lebens zu genießen. Und das hat so das Politische, so das Repräsentativsystem war eine sehr emanzipatorische Erscheinung in bürgerlicher Gesellschaft. Das bedeutet, was wir sehen, ist eine Form von Gesellschaft, die so nicht existierte. Das bedeutet auch, und Rousseau macht so die Problematik der Zivilisierung auf in Abhandlung über die Ungleichheit unter den Menschen. Und er sagt so, okay, wir sind verschieden, aber wir sind nur in Gesellschaft ungleich. Und das bekommt natürlich nochmal eine komplett andere Qualität im Kapitalismus. Und das würde bedeuten, dass sowohl Verschiedenheit sich realisieren kann in einer befreiten Gesellschaft, als auch Gleichheit sich realisieren kann. Und das ist natürlich hochgradig so seltsam. Was soll das bedeuten? Und gleichzeitig ist es das Ziel, sowohl Verschiedenheit als auch Gleichheit zu realisieren. Und es bedeutet aber auch die Überwindung dieses existierenden sozialen Verhältnisses, die Sprengung dieser Verhältnisse. Und das bedeutet auch, dass Gesellschaft als solche so nicht fortexistiert. Und das wiederum bedeutet eben auch eine andere Praxis, beziehungsweise überhaupt vielleicht, was würde Praxis dann bedeuten, so, keine Ahnung, aber eben wirklich der Abbruch der Dialektik und die Überwindung der Dialektik, so das sozusagen bewusst zu vollführen. Und das würde bedeuten, dass eben wirklich auch, dass wir an keinen Kategorien wie Subjekt, Objekt, Individualität, Kollektivität und so weiter, was bürgerliche Kategorien sind, die sich überhaupt da erst entwickeln, an diesen Kategorien kann sich die befreite Gesellschaft nicht mehr orientieren und sollte sich auch nicht dran festhalten. Adorno vor allem betont auch immer so den offenen Horizont, so möglichst an gar nichts festhalten, so. Weil das Denken, ne, das Denken, was wir produzieren, natürlich nicht frei ist von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen dieses Denken entspringt, sondern immer auch verhaftet sind. Tatsächlich transformiert werden können. Also auch gegen dieses Abschlusshafte, was sich in jeglichen Systemdenken niedertut, wenn er sagt, dass es eigentlich eine Dialektik, eine offene, also die Konzeption der negativen Dialektik eine offene Dialektik sein soll. Könntest du mal den Vorrang des Objekts erläutern und die gesellschaftlichen Produktion? Ja, also eigentlich geht es darum, zu reflektieren darüber, dass es sowas wie einen Block gibt, einen gesellschaftlichen Einfluss, ja, dem man sich nicht entsagen kann,
und dem man notwendigerweise reflektieren muss. Also man entrinnt diesem Gesellschaftlichen nicht dadurch, indem man sagt, ja, ich denke da jetzt nicht drüber, sondern man muss das sozusagen reflektieren und sozusagen grob läuft es darüber hinaus, zu reflektieren, wie die eigenen Gedanken bedingt sind durch das, was ist, ohne diesem einfach bloß zuzufallen. Ja? Also sowas wie Handelsfreiheit und Freiheit zu denken, trotz der schlecht stehenden Chancen, ja? das zu denken. Also dieser Rolle oder diesen Element von gesellschaftlichen Zwang, der auf das Denken ausgeübt wird. Ja. Also auf was genau verweist das Objekt in diesem Satz? Auf Gesellschaft. Okay. Also auf, ja, Gesellschaft. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, weil es ging ja jetzt auch viel um Hegel und Marx und darauf aufbauend dann ein Stück weit um Adorno. So wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe nicht so viel davon gelesen, muss ich sagen, aber oder ich für mich verstehe die negative Dialektik auch ein Stück weit so, gerade weil ich Kritik ja nur von innen heraus erleben kann oder leben kann, verstehe ich es so, dass ich eben die Dialektik auch gar nicht überwinden will, sondern nur der Negativität, also der Gegenkraft quasi gegen die Vernunft, so was auch immer, die ich halt herbeiführen will, etwas entgegensetzen will. Und damit überwinde ich ja nicht schlichtweg diese Gegenkraft, sondern ich setze ihr nur was entgegen. Wenn ich jetzt mal so ganz abseits, weil ich kann ja eine Kraft gleich, also die mache ich ja nicht dadurch weg, dass ich etwas dagegen wirke, sondern ich erzeuge eine andere Kraft, die dagegen wirkt. Also dadurch hebt sich ja diese Dialektik, wenn es so verstehe ich das, gar nicht auf, dadurch, dass ich das Problem löse, sondern na, es ist jetzt natürlich nicht so ein griffsicherer Fake so, aber ich verstehe schon so, dass die Dialektik fortbesteht. Also sozusagen nach dem, inwiefern fortbesteht. Eben war ja die Frage, was passiert, wenn man eine utopische Gesellschaft erreicht hat, wie findet dann halt die Kritik weiter statt und wie funktioniert das dann? Und ich verstehe es aber gar nicht so, dass diese Utopie von es gibt diesen negativen Aspekt nicht mehr überhaupt erreicht, dass der überhaupt erreicht werden soll. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich meine. Kannst du da noch was sagen? Also irgendwie du meinst, also um das nochmal, um die Frage nochmal zu rekonstruieren, dass ich sicher gehe, dass es nicht verstanden ist. Also du meinst, dass die Dialektik sich selbst forttreibt, also sie gibt zwar an, sich selbst zu überwinden, treibt dann aber fort, weil sie inhärent quasi... Meine Frage ist dann vielleicht einfach, ob die Dialektik angibt, sich selbst zu überwinden, weil ich das nicht so verstanden habe. Ja. Hegels Dialektik? Nein. Marx sieht, dass das selbstwidersprüchlich ist. Das heißt, für Marx existiert in Praxis bereits diese Dialektik, die eine negative ist. Das heißt, diese zwei existieren weiter fort, aber nur in dem Maße, dass dieser Abbruch nicht bis zur letzten Konsequenz bewusst durchgezogen wird. Das heißt, so was ist so, industrielle Gesellschaft, industrielle Revolution, also der Marker in Geschichte, wo der Umschwung von Quantität in Qualität stattfindet, ist quasi, dass Arbeit, also Basis der Entwicklung von Freiheit,
plötzlich selbstüberflüssig wird. Die industrielle Revolution macht den Arbeiter überflüssig, aber nicht die Arbeit. Das bedeutet, wir sind in einer sehr selbstwidersprüchlichen Situation gefangen, in der sich gesellschaftlicher Reichtum weiterhin aus Arbeit definiert und gleichzeitig Arbeit verhindert wird durch Arbeit. So, was ist die Maschine? So, angesammelte, akkumulierte, tote Arbeit. Und das bedeutet, Arbeit wird selbstwidersprüchlich und das... Das bedeutet, es existiert bereits die Aufhebung der Dialektik neben der Dialektik fort. Also die Tendenz dieser eigenen Selbstaufhebung ist in Praxis nun erschienen. Die Aufgabe wäre, das bewusst zu Ende zu führen und damit eben auch die Aufhebung der Dialektik in Theorie, also durch Theorie und Praxis, durch die Bewusstwerdung dieser drei Momente irgendwie, dass bürgerliche Gesellschaft sowohl realisiert als auch unterminiert, als auch jetzt endlich die Maschine endlich die Möglichkeit geliefert hat, Arbeit als solche oder die Gesellschaft als solche zu überwinden. Marx und Adorno pocht auch sehr darauf, so auf diesen Begriff der Vorgeschichte. Das heißt, er sagt so, das, was Hegel als Geschichte der Freiheit postuliert hat, ist die Vorgeschichte. Und dann geht Geschichte überhaupt, also dann ist überhaupt erst Freiheit möglich. Aber der Abbruch der Dialektik existiert, also in dem Moment, wo gesellschaftliche Praxis sich unterminiert und damit auf etwas verweist, was über Gesellschaft, über Arbeit, über dieses soziale Verhältnis selbst hinausdeutet. Und das ist der Widerspruch dieser Gesellschaft zwischen Kapital und Arbeit, zwischen den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften, wie Marx das beschreibt. Wenn das Sinn macht. Ja, das macht für mich ein Stück weit Sinn auf jeden Fall. Ja. Okay. Und Adorno sagt ja jetzt, oder Adorno, so wie ich das verstehe, geht es ja darum, eben genau diesen Widerspruch ja gerade eben nicht einfach zu überwinden, sondern der Negativität im Widerspruch, also für mich ist da Negativität die Kraft quasi, die dem entgegenwirkt, dass die Vernunft eintritt. Das verstehe ich auch so ein Stück weit unter der Dialektik, dass er quasi es nicht so an Bedingungen oder so etwas fehlt, damit etwas eintritt, sondern dass es halt zwei Kräfte gibt. Einmal die Kraft, die es eintreten haben möchte und einmal die Kraft, die es halt verhindert. Und meine Frage war jetzt eigentlich, geht es darum, wirklich das zu überwinden, dieses Konstrukt, und außerhalb dieses Konstrukts vorzubestehen? Oder geht es darum, innerhalb dieses Konstrukts in eine Richtung zu gehen? Und da wäre meine Frage jetzt empfehlt, was da jetzt das, was der Adorno-Teil davon ist. Ja. Also für Marx, beziehungsweise Adorno guckt nochmal zu einem anderen historischen Zeitpunkt auf Gesellschaft. Das heißt, ne, also Kevin hat betont, so der Moment, in dem die Revolution zwar möglich war, aber irgendwie den Moment ihrer, also Gesellschaft den Moment ihrer Befreiung verpasst hat. Das heißt, das Scheitern der Weltrevolution wirkt in Adorno nach. Und gleichzeitig will er die Erinnerung an den nicht aufgeweichten Marxismus, diese Erinnerung will er am Leben halten. Und sieht, also vor allem eben auch in Heidegger, ne, also dass er das und auch die Kritik an Heidegger und diese Erscheinung der Philosophie, die sich sehr auf das Sein konzentriert, statt so die ganze andere Philosophie, die sich auf das Werden konzentriert hätte. So. Das, was Adorno da macht, ist eine Erinnerung an den Marxismus, und gleichzeitig auch dieses
Offenheiten des Horizonts und wirklich, also es geht um die Überwindung der Dialektik, so obskur uns das erscheinen mag, weil wir uns das natürlich absolut nicht vorstellen können. Und auch was es bedeuten würde, Gesellschaft als solche zu überwinden, klingt extrem utopisch und gleichzeitig gleichzeitig war das das Projekt, ein absolut reales Projekt der Sozialisten im 20. Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert. Okay, das heißt, das war auch quasi ein Ziel der negativen Dialektik von Adorno, sich selbst zu überwinden. Ja, also schlussendlich geht es darauf hinaus, also und vor allem halt diese, wie ich das versucht habe zu artikulieren, diese Selbstreflexion des Marxismus aufrechtzuerhalten, dass er im Moment der tatsächlichen Aufhebung der Gesellschaft nicht selbst zum Hindernis wird, ja, weil wenn sein Gegenstand, also der Gedanke, wenn der Gegenstand sich verändert, dann muss sich auch das Denken ändern. Also ich habe versucht, das zu schildern, dass Dialektik keine bloße Methode ist und dass sie auch nichts Ontologisches, einfach an sich Waltendes ist, sondern durch Veränderung auch diese Veränderung in Frage steht. Also so wie auch, weiß ich nicht, dass das Moment des Werdens aufkam in der bürgerlichen Epoche, so vergeht vielleicht das Moment der Dialektik, so die Vorstellung. Ja, aber ich würde jetzt auch gerne noch andere Fragen. Ja. Dahinter? Also ich denke, es ist schon gut ausgedrückt als Erinnerung. Das bedeutet aber sozusagen auch nicht bloß, ja, wir schreiben jetzt Marx nochmal auf, in anderen Worten. Also ich denke, da ist schon auch stellenweise neuer Gehalt drin, dass andere Dinge als bedeutender erscheinen. Ja, eben vor allem die philosophische Auseinandersetzung, der jetzt bei Marx in dem Sinne nicht so im Fokus stand, also ja, genau, ich würde eigentlich sagen, ja, es ist eine kritische Fortentwicklung angesichts der veränderten historischen Umstände und ich denke, der wichtigste Punkt ist dabei, dass dieses Moment der Praxis abbricht und dass Adorno vor der Frage steht, wie können wir diese kritische Reflexion auf Gesellschaft und Philosophie noch aufrechterhalten in der Zeit, in der es eigentlich gar keine sozialistische Praxis mehr gibt. Und da sieht er sich halt notgedrungen auf das Feld der Philosophie zurückgezogen, wo man diese Fragen, so meint er, am besten noch reflektieren könnte. Aber in dem Sinne kann es auch nicht so verstanden werden, dass es bei Adorno zu einer völligen Abkehr von Marx kommt. Aber das würde ich jetzt vielleicht auch nicht weiter aufdröseln, ja, sondern wir haben dazu auch genug Material. ja. Denkens gesagt, was damit, womit das nochmal anfing. Genau, also
da ist vielleicht eine Reise zurück tatsächlich in die Zeit der sozialistischen Revolutionäre gut, die nämlich in dem Sinne Theorie auch als etwas verstanden haben, wie können wir über das mit unserer Praxis und unseren Taktiken sozusagen darüber hinauskommen, was wir gerade haben. Und das versucht sozusagen Adorno auch zu artikulieren, ja, dass eben Theorie, so paradox es klingt, über ihren Gegenstand hinausweisen soll, diesen Standpunkt der Freiheit haben soll. Und Adorno artikuliert das halt ja in dem Sinne philosophisch. Und Denkerinnen und Revolutionärinnen wie Rosa Luxemburg haben das halt zum Beispiel auch artikuliert in verschiedenen Büchern, dass die Theorie oder die Partei in diesem Sinne, in dem sich auch diese Theorie artikuliert, dass die eben dieser Praxis voraus sein soll, ja, ihr vorauseilen soll, um sozusagen diesen Moment der Entwicklung des Ziel der befreiten Gesellschaft zu erreichen. In dem Sinne ist das gemeint. Es ist ein blatanter Abschmettern der Phänomenologie als Fächer des Seinszustands. Nicht schlussendlich ein Fehlschluss, da wir im Großen und Ganzen um die Fächer des Seinszustandes keine Fortentwicklung beschreiben können und keine eigentliche Auseinandersetzung mit einem Gegenstand treiben können. Ja, also vielleicht ist das bei Lisa ein bisschen falsch durchgekommen. Also durchaus verändert sich das Sein, aber ich denke, dass das wichtige Moment ist hier eben, dass, und das war, denke ich, das Moment, das Lisa hervorgehoben hat, ist das Werden als ja, eine Form von Reflexion zu betreiben. Und ich denke, das geht durchaus in diesem Denken dann verloren. Die Freiheit, die Hegel anspricht, ist die Transformationsfähigkeit. Und das kommt direkt von Rousseau. Perfektibilität nennt Rousseau das. Adam Smith nennt es die Ausweitung der Arbeitsteilung. Also diese Transformationsfähigkeit, also dieses. So, das ist der Unterschied zwischen bürgerlicher Gesellschaft, so als so du bist geboren, aber du bist nicht gezwungen, das zu bleiben, wie du geboren bist, sondern du kannst dich verändern. Im Vergleich zur traditionellen Gesellschaft, in der deine Bestimmung dir qua Geburt gegeben ist. So, ich gerne zurück auf die Heidegger. Heidegger ist ja einer der frühen Phänomenologen. Und ihm nachfolgend ist ja eine Feststellung des Ist-Zustandes, den du so vorhin beschrieben hast, ohne die Phänomenologie gar nicht mehr möglich. Weil auch wenn hier die Kritik natürlich angebracht ist, dass man dadurch eventuell in einen Regress reinrutscht und gar nicht eine Fortentwicklung. Ohne dieses ständige Reevaluieren und Neubetrachten des Ist-Zustandes ist diese Fortentwicklung gar nicht zu beschreiben. Ja, aber da sehe ich gar keinen Widerspruch. Also das versucht ja Adorno und die dialektische Theorie genauso zu denken, die ständigen Fortentwicklungen dessen, was ist. Und sozusagen der Bewegung der Realität gerecht zu werden, im Denken. Der Punkt ist, also so, wenn wir über notwendige Erscheinungsformen sprechen, also Heidegger ist für, das aufkommt von Heidegger auch so als so meistgelesene Philosophie in dem Moment, wo Sein und Zeit veröffentlicht wird, das behandelt Adorno symptomatisch. Also Heidegger versucht da einen vermeintlichen Spot zu füllen, den er nicht adäquat adressiert gesehen hat.
Gleichzeitig kommt, beziehungsweise was wir auch betrachten müssen, ist so das Aufkommen der Postmoderne, die natürlich auch einen rationalen Kern hat, also auch symptomatisch betrachtet eine notwendige Erscheinungsform ist. In dem Moment so markantes politischer so Ausdruck auch von Margaret Thatcher, there is no such thing as society, wissen wir überhaupt, was der Ist-Zustand ist? So, das ist das, was die Postmoderne versucht zu artikulieren. Und gleichzeitig steckt da natürlich auch in der Abwesenheit von Praxis die Frage, inwiefern Realität überhaupt als solche praktisch durchdrungen werden kann, indem Bewusstwerdung eben auch in Transformation, also auch das Sein ist nur feststellbar durch die Transformation selbst und post festum gleichzeitig. Also das Sein, was ist das Sein? So, es ist so ein kurzes Aufflammen von dem, was mal war. Und gleichzeitig ist es das schon nicht mehr. Und das ist auch ein Punkt, den die Postmoderne dort adressiert, aber eben auch hinweist auf die Abwesenheit einer emanzipatorischen Linken, die Gesellschaft als solche in Organisation und Praxis beziehungsweise diese Diskrepanz, dieses Auseinanderfallen, diese Nichtbeziehung von Theorie und Praxis versucht, darauf eine Antwort zu geben. Aber eben, ja, ich meine, haben wir diese Spannung überwunden, beziehungsweise diese Nicht-Identität. Also die Postmoderne hat es leider auch nicht geschafft. So Heidegger hat es leider auch nicht geschafft, durch Sein und Zeit eine emanzipatorische gesellschaftliche Bewegung. Oder daraus ist das eben auch nicht entsprungen. Und ich würde sagen, Adorno behandelt das auch eben sehr symptomatisch. Also als wirklich notwendige Erscheinungsform. Falls das jetzt irgendwie das auch adressiert, was du meintest. Okay. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu, also weil es aufkam in deiner Frage, die für mich nicht verstanden hat, dass ich wollte, also hast du misstraut diesen Punkt, dass wenn die Dialektik sozusagen abgeschafft ist, wo ist dann Raum für Kritik? Oder ist es nicht ein affirmatives Moment, sozusagen, dass die befreite Gesellschaft, die, dass in der Dialektik aufgehoben werden würde? Nee, das ist eigentlich nicht das, was ich wissen wollte. Eigentlich ist die Frage nochmal ein bisschen anders gelagert, nämlich, wie ernst nehmen ist zum Beispiel Revolution, wie sehr ist der Bruch drin und wie sehr ist der Fortführung drin von was irgendwie schon da gewesen ist. Okay, vielleicht ist das auch dem Verwandten dazu, was ich nur noch sagen will, ist eigentlich ein einfacher Punkt, ist, dass dieser ganze Begriff von Freiheit, der da auch beinhaltet, dass das halt auch zum Schlechten gehen kann. Also eine Aufhebung der Dialektik und des Widerspruchs, also das, irgendwie der Unterordnung und der gesellschaftlichen Herrschaft von abstrakter Arbeit, kann natürlich auch wieder zurückfallen darunter. Also Freiheit bedeutet eben auch, dass, ist ja nicht gesagt, dass eine befreite Gesellschaft auch wieder einen neuen Selbstwiderspruch entwickeln kann. Und vom jetzigen Standpunkt aus können wir darüber halt keine Aussagen treffen, sondern können nur darüber Aussagen treffen, dass aus den gegenwärtigen gesellschaftlichen Widersprüchen sich das Potenzial für eine befreite Gesellschaft denken lässt. Und ich weiß nicht, mir schien nur, dass das in deiner Frage so ein bisschen mit drin war, aber vielleicht auch nicht. Aber zumindest auch in deiner, so also das schon weg. Ja. Okay, dann würde ich schließen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja.